Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Hallo zu einer neuen Folge des Hallo ist so grausam, finde ich echt. Hallo ist echt. Ich sag jedes Mal im Jingle, heißt es nicht im Jingle? Ja, aber ich kann nicht immer herzlich willkommen sagen. Einfach so, Michael, Lars, Axel, los. Aber lass ihn doch selber, ich wollte es nur, aber ich, das ist mir jetzt rausgerutscht. Okay, ja, macht er nichts. Also wir können ja sagen, wie es ist. Wir hatten gerade schon eine Folge, diesen alkoholfreien Wein, fanden wir beide scheiße, Michi ist gepisst. Und jetzt kommt überhaupt nicht. Das ist alles gelogen, es ist überhaupt nicht gelogen. Jetzt hast du aber einen richtigen Wein mitgebracht. Ja, dieses Mal ist es tatsächlich ein Wein mit Alkohol. Ein Riesling vom Weingut Sermann von der Ahr. Ah, Sermann kennt man. Sermann. Ja, ein 2021er Riesling vom Schiefer. Also, der Name verrät auch bereits den Boden, wo der drauf wächst. Und man findet da relativ wenig auf der Seite von Silkes Weinkeller. Ich kannte das, wir haben es irgendwann mal hier schon mal gehabt. Davor ist es mir noch nie entgegengelaufen. Ich glaube, es ist auch kein wahnsinnig großes Weingut. Die Familie Sermann kam 1744 von Landkern an der Mosel nach Barweiler. Da sitzen sie wohl, Barweiler am Ahr. Und dann gibt es eine lange Familiengeschichte und haben mittlerweile 3 Sterne vom Feinschmecker und von Eichelmann auch 3. Was heißt denn 3 Sterne? Na, im Prinzip ist das, also gibt es also 0 bis 5 Sterne oder F wie Feinschmecker, Fs oder Sterne, und auch beim Falstaff gibt es immer 5 Fs, genau. Also das ist quasi, in welcher Kategorie das Weingut sich befindet, also laut so Einschätzung. Klasse, so ein bisschen. Ja, genau, 3 ist schon sehr gutes Mittelfeld. Ja. Okay. Ja. Und das, damit wirbt das Weingut zumindest auf der Homepage. Ja. Wie war das für euch jetzt so in den vergangenen Sommer, jetzt so mit den Wechsel von Sommer? Wart ihr du musst ja noch mehr irgendwie. Was ist denn mit deinem Mikro? Du musst ja, du doch redest irgendwie einstellen. Ihr bräuchtet mal so einen echten professionellen Ton. Ja, Audio-Manager. Kannst du den Tab auf Audio einstellen? Ja, stell dir mir ein. Stell, und dann wird es sowieso alles. Guck mal, du hast es doch eingestellt. Ja, aber das, ich bin ja... Also, sehr geehrte Damen und Herren, wenn aus 10 Minuten Sendezeit 8 Minuten technischen Support bedarfen, dann freuen wir uns, dass Sie uns trotzdem noch zuhören. Wirklich. From the bottom of our heart. Ich lese in der Zwischenzeit mal, was Menschen uns nämlich schreiben. Das finde ich gut. Weil okay. Das ist total reizend und jedes besser, Mal... Jetzt ist es besser. Ich kann nicht mehr in Ruhe erzählen. Und jedes Mal berührt es mein Herz, weil ich begeistert bin, wie wir euch erreichen. Ich tue es euch jetzt einfach mal in die Runde hinein. Also da zum Beispiel jemand geschrieben, ich sage jetzt mal den Namen nicht. Warum denn nicht? Ist eher anonym, oder nicht? Okay, ist anonym. Ja, aber wieso denn? Also... Soll ich den Namen sagen? Lieber nicht, weil nachher ist es datenschutzrechtlich schwierig. Und dann stehen wir beide mit einem Bein. Ich bringe euch Wein vorbei. Okay, Michael hat die Schnürsenkel offen. Ich sage jetzt, also uns hat geschrieben, pass mal auf, ja. Hallo ihr lieben Flaschen, ich habe euch erst kürzlich entdeckt und binge. Ah ja, Mensch, heißt ja, ich binge höre, ja? Was willst du das? Das heißt, ich süchtle. Ja, ich binge. Ja. Ich binge höre jetzt sämtliche Folgen durch. Leider kann ich kaum etwas von dem, was ihr vorstellt, probieren, da ich in Australien wohne. Oh. Okay. Mögt ihr vielleicht mal eine Australien-Folge machen, zu der ich mir dann auch mal die entsprechenden Weine besorgen kann und mitverkosten kann? Ganz liebe Grüße aus Melbourne, Amy. Geil. Amy, wow. Ja, das ist total nett, oder? Ich würde gerne auf Englisch begrüßen, ich kann es nur leider nicht. Aber nice. Geht auf Deutsch, nice. So, ganz kurz, wir haben nur noch 6 Minuten für den Wein. Ja. Good day, mate. Amy, good day. Ein Sermann Riesling vom Schiefer. Genau, wir riechen, 2021. Wir riechen mal dran, die Flasche kostet 9,90 Euro. 10,90 Euro. 11,5 Alkohol. Riecht es auch wieder nach Apfel? Wir haben die Gläser rausgespült. Ja, aber ist es der Gläser deswegen, meinst du? Bisschen, ja, bestimmt, ja. Ich finde, man kann diesen Schieferboden auch riechen. Man riecht schon dieses, so ein bisschen was Steiniges auch in der Nase. Und am Gaumen? Am Gaumen habe ich so ein bisschen, ich habe After Eight. Wieso habe ich After Eight? Das wäre minzige oder Schokolade? Ja, diese Mischung gerade, weißt du, dieses Minzige.
dieses weiße Teil, was in gibt es After Eight eigentlich noch, oder ist es, ich weiß, gibt es noch? Kennst du das als junger Mann? Ja, klar. Okay. Als junger Mann. Wie alt bist du jetzt, Axel? Sag ich nie. Ich bin jünger. Ja, Für alle, die uns das zusehen, es ist wirklich so, auch wenn es ganz traurig ist. Wir sind in einem Alter, wo wir das nicht mehr sagen dürfen. Ja. Also das Medium ist jünger als 45? Wir. Ja, 45 bin ich. 45, genau. Wow. Zurück zum Riesling, weil wir verhasteln uns jetzt irgendwo in unserem Speed-Tasting. Wir reden zu wenig über den Wein. Also ich finde, also erstens, was du, wenn du am Gaumen sofort hast, du irgendwie diese Säure, die ist irre, ne? Also das ist so nach diesem Apfel, süßen Apfelgeschichte, macht sich erstmal richtig wach. Dazu ist dann, also Säure ist fast 7, Zucker ist auch 7. Das heißt, es ist auch schon eine gewisse Süße, die du aber jetzt nicht so wahnsinnig merkst. Wenn die nicht da wäre, dann würde ich dir Säure quasi komplett blitz und blank quasi alles wegbleachen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, dass der Zucker auch da ist. Aber es ist halt dann schon relativ süß. Aber es hat dann auch wenig Alkohol. Also es ist eigentlich ein unkomplizierter. Und hast du dieses Pfefferminz oder dieses irgendwie so, also es ist ja nicht viel Frucht, oder? Wenn, das ist überhaupt der Boden. Ich habe jetzt auch keinen Salz, so wie sonst was. Ja, ein bisschen Salz habe ich auch, aber ich finde, es riecht wirklich, finde ich, nach Stein. Ja. Das hilft manchmal auch, wenn man sowieso drauf schaut und man sagt dann, hey, Schiefer. Aber hast du jetzt, ich muss ja jetzt dieses Pfeffermünz von After Eight. Und zwar diese Mischung aus Schokolade und habt ihr das nicht? Hast du es in der Nase auch? Ja. Ja. Ich finde das total schwer jetzt nach dem Wein von ist auch ihm schwer, ja. Da ist irgendwie. Schwer. Ist auch schwer. Der Wein von eben ist natürlich für alle, die das zuhören, der Wein von vor 2 Wochen. Ja, aber das ist also, ja, das ist ja alles total gefaked. Ich habe es ja schon am Anfang gesagt. Ist gefaked, ne? Ja. Ja, das aber heißt, wir zeichnen mehrere Folgen hintereinander manchmal auf, ne? Zumindest beim Speed-Tasting. Das genau. Genau. Ah, weißt du, es ist ja. Aber ich hätte jetzt Bock auf so eine Entdeckung gerade. Vielleicht ist das Problem. Ich hätte so einen Bock auf so einen Wow-Effekt. Das finde ich. Hast du so einen Wow-Effekt bei dem? Nee. Nee, aber andererseits habe ich wenig Wow-Effekte bei den ganzen Weinen, die ich probiere. Nee, bei den ganzen, ja? Wo wir so viele Weine, ja. wo wir im Team immer dienstags 30, 40 Weine und da finden wir 2 gut. Und davon müssen die 2 nicht mal wow sein. Also die finden wir dann wirklich gut, ne? Aber nicht wow. Und der hier, also was magst du an dem? Ja, ich finde, also den mag ich schon, aber würde ich jetzt. Wir haben jetzt nichts, wo ich denke, da hat jetzt nicht die Länge. Das ist ein fröhlicher, unkomplizierter Wein, der eine sehr schicke Ausstattung hat. Ja, sieht gut aus. Finde ich und auch. Und man kann es gut trinken und es ist so ein bisschen. Im Prinzip ist es bestimmt ein QBA, also ein Gutswein, ja, der halt vom Schiefer Zusatz hat. Evernab Alkohol finde ich mega, ja, aber da gibt es natürlich. Ja, für Leute, die gern eher trockenen als süßen Wein trinken. Ich meine, es ist nicht ganz trocken, aber. Und wenig Alkohol, das ist ja eigentlich selten. Und durch die hohe Säure wirkt es natürlich trotzdem trocken, finde ich, ja. Also. Und für welche, da geht ihr ja nicht drauf ein, die After Eight zum Beispiel mögen. Ja, das interessiert euch ja nicht. Aber das magst du gern, After Eight? Nein. Nee? Nein, es geht doch, aber wieso? Doch. Und ich finde, das bleibt der Geschmack immer mal auf den Lippen so. Ich finde immer sicher, wie auf den Lippen das so macht. Nee, aber ich finde das. Einigen wir uns auf 15 Punkte insgesamt, wahrscheinlich, ne? Das ist so ein 5-Punkte-Wein, finde ich. Von 10. Ach, der Wahnsinn, du nimmst das ja die ganze gegen den kompletten Spannungsbissen vorweg schon. Ja, man könnte es ja mal kurz machen. 3, 2, 1. Oh, ich mach Axel sogar noch 4. Ja, man muss auch mal, weißt du, also irgendwann muss man ja mal auch mal wenig Punkte geben. Und ich glaube, das ist jetzt total gemein, ich glaube, in einer anderen Folge hätte der vielleicht mehr bekommen, aber weil ich noch diesen Geschmack von diesem anderen irgendwie im Mund habe. Und der mir jetzt gar nicht schmeckt. Das ist ungerecht, weil ungerecht. Da kann das Weingut wirklich nun gar nichts. Ja, da kannst du, aber ich. Sag mal. Es ist ja nun mal so, wie es gerade ist, so. Und wenn ich nach dem Geschmack urteilen muss, so. Deswegen sage ich es dazu. Aber irgendwie. Sag mal, wir haben ja vom Hamburger Abendblatt. Axel und ich sind ja vom Hamburger Abendblatt eigentlich. Wir haben auch einen eigenen Wein, einen Sekt raus. Wollen wir den nicht auch mal probieren in diesem Speed-Tasting? Oder zerreißt du den dann? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Oder Axel zerreißt den. Oder wir trinken. Dass wir beide dann 10 Punkte auf jeden Fall geben, weil das verkaufen wir ja auch selber. Dann machen wir das, in 2 Wochen machen wir das. Ich weiß nicht, ob die Objektivität so gegeben doch, ist. Doch, natürlich. Wir können davon trennen. Der steht jetzt im Kühlschrank. Ach so, ja, aber in 2 Wochen machen wir es. Ja. Also der steht jetzt in 2 Wochen im Kühlschrank. Nein, aber Axel, wir beide können zwischen Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Absolut. Wir geben irgendwas zwischen 10 und 15 Punkte. Sagst du dann auch, so wollen wir dann alle 10 geben, dann können wir das gleich jetzt verabschieden. Nein, aber es kann ja sein.
Es kann ja sein, dass der so gut ist, dass es ein 30er ist. Ich kann es ja nicht einschätzen. Klar. Das ist wie bei Otto der Film, ein Ostfriese verkauft sein Land nicht und schon gar nicht um Geld. Wir dachten so an 180 Mark. Wo soll ich unterschreiben? Aber da gab es auch mal diesen Bein, oder? Ja, sehr lustig. Der hatte doch auch irgendwie... Leute, wir müssen raus. Musste doch bis nächste Woche. 100 irgendwas. Also, tschüss. Ja. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode PODCAST spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de.